Inklusion. Ein Begriff, der unsere Gesellschaft nicht erst seit gestern umtreibt. Doch wie kann Inklusion in der Arbeitswelt eigentlich aussehen? Ein Paradebeispiel hierfür? Kein anderes als das Bistro Cube in Stuttgart-Feuerbach. Das inklusive Bistro zaubert jeden Tag zwei verschiedene Tagesgerichte. Die abwechslungsreiche Wochenkarte lässt dabei keine Wünsche offen. Ob vegetarisch, regional, mediterran oder international, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Besondere an dem Bistro ist aber, dass es hinter den Kulissen genauso bunt zugeht wie auf den Tellern. Im Bistro Cube arbeiten nämlich Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Doch welches Ziel verfolgt das Bistro Cube denn eigentlich? Im Bistro Cube geht es darum, Menschen mit Behinderungen so zu qualifizieren, dass idealerweise ein Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich ist. Also es geht um Eingliederung. Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht es allerdings um weitaus mehr als nur die Eingliederung. Die Menschen sind sehr nett, ich fühle mich da wohl und die Arbeit macht mir auch Spaß. Meine Arbeitskollegen, wir sind echt ein gutes Team, die helfen mir immer, wenn ich Hilfe brauche. Der Besuch im Bistro Cube hat also definitiv eines gezeigt. Ich finde es schon wichtig, dass einfach auch Menschen mit Behinderung genauso unter richtiger Anleitung auch wirklich mega leistungsfähig sind. Das kriegt man tagtäglich mit. Also wir haben hier die Bude, wenn die Bude hier rappelvoll ist, dann ist es hier schon auch stressig und wir kriegen das gemeinsam richtig gut gebacken. Und das ist einfach ein Beweis dafür, dass bei der richtigen Unterstützung und der richtigen Schulung und dem richtigen Miteinander einfach auch im Team ist völlig wurscht ist, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Gemeinsam kriegt man einfach auch sehr komplexe Geschichten richtig, richtig gut hin. Das Bistro Cube ist also nur eines von vielen gelungenen Beispielen dafür, wie Inklusion in unsere Arbeitswelt integriert werden kann.